Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Spiel hier auf meinem Kanal. In der Rubrik Reingeschaut, wir wollen uns einmal Ghost Control Incorporation angucken, so circa 15 bis 20 Minuten möchte ich das Spiel kurz vorstellen. Erstmal einen großen Dank an die Entwickler von Bumblebee natürlich und an das vSim-Welt, also vSim-Welt.de Team. Die haben das nämlich verlost über mehrere Tage und ich bin einer der drei glücklichen Gewinner gewesen, die dort einen Steam Key abgreifen wollten. Und ja, deswegen mache ich auch das Video. Das werde ich dann nachher auch in diesem Forum in dieses Spiel-Ding halt, also in dieses Spiel-Thread halt mit einbinden, weil ich einfach möchte, dass das Spiel ja dort auch nochmal richtig vorgestellt wird. Und ja, bei mir gefällt es, gerade so zwischendurch ist das immer mal eine schöne Abwechslung. Ja, wir suchen uns jetzt erstmal einen Charakter aus. Da war Harald Frenkel. Ja, da, der Frenkel Gedächtniskopf. Ja, gucken wir mal, irgendwie nichts so dabei, hier den Mongo hier den nehmen wir. Der Herr Kaschke, den lassen wir auch so. Kaschke Inc. So. Herr Kaschke, der ist cool. Weiter. So, jetzt geht das los hier. Kurzes Tutorial, also so im Voraus im Endeffekt erzählt uns jetzt nichts anderes als in das Auto. Ist halt die Ausrüstung, die wir brauchen für den Einsatz zu fahren. Weiter geht's, da können wir Personal angucken. Hier können wir einen leeren Raum mit entweder jetzt momentan ein Labor oder einen Trainingsraum bestücken und ja, Tor ist halt zum Rausfahren in die Stadt und hier unten auf dem Safe können wir speichern. So. Ja, ich will das gar nicht groß vorlesen, hier kurzer Überblick, da ist irgendwas mit absichtlicher FCKW Ausstrahlung in der Themse hier in London und deswegen leuchtet die Themse jetzt momentan halt abends und ja, mehr steht da eigentlich erstmal nicht. Da möchte ich euch aber auch jetzt nicht zu doll spoilern. Also wie gesagt, wo ihr das Spiel herbekommt, dazu komme ich dann auch gleich noch. So, wir kriegen jetzt hier erstmal den ersten Auftrag. Ja, was muss ich tun? Blablabla. Dann klicken wir einfach mal und dann müssen wir jetzt hier oben zu dem Geist fahren. So, unser Hauptquartier ist momentan hier oben. Da sehen wir hier auch die Kaschke Incorporation. Die fährt jetzt hier zu dem Geist hin. Und ja, das ist jetzt gleich ein Aspekt, den ich sehr interessant an dem Spiel finde. Ja, was ich jetzt hier mache, ist erstmal, das ist jetzt eine Uniform, die hebt die Moral plus 2, das hier ist halt, ja, so der Protonenstrahler, ist hier noch ein Staubsauger und einmal eine Geisterfalle. So, und dann geht's los hier. Wir werden das jetzt mal ansehen und uns danach um die Details kümmern. So, jetzt kommt nämlich der interessante Teil von dem Spiel, den ich auch sehr cool finde, ist, dass es ganz rundenbasiert ist. Also wir drücken jetzt hier oben auf die Aktionstaste, das heißt es bewegen oder schießen und dann sehen wir jetzt hier unser Aktionsradius. Oh, Tutorial, dann gibt er uns jetzt erstmal vor, wo wir uns hinbewegen müssen. Und ja, jetzt müssen wir hier halt zur Tür hin. Die Tür, die wird jetzt geöffnet und dann können wir noch einen Schritt hineingehen und ja, dann können wir jetzt hier oben zum Beispiel das Licht anmachen. Das geht nur an den Türen, das Licht anmachen und dann sehen wir hier auch schon den Geist. Jetzt ist aber unser Zug auch vorbei, wir haben momentan nur zwei, ja, zwei Züge zur Verfügung. Drücken einmal Enter, dann ist der Geist quasi dran. Und dann geht es jetzt auch schon los. Oben wird jetzt erklärt, dass ja eine Kiste zerstört worden ist. Die Schadensanzeige am rechten Bildrand, das ist die hier, ist etwas aufgefüllt. Wenn die komplett gefüllt ist, scheitert deine aktuelle Mission. Klicke, um fortzufahren. So. Halte die, die Maus über den Geist. Also wir müssen den Geist jetzt erstmal schwächen ein bisschen. Dazu schießen wir da einmal. So, und jetzt können wir die Geisterfalle aufstellen. Und ja, die stellen wir jetzt hier auf. Und dann wird der Geist auch gefangen. So, mit einer Falle kann nur eine gewisse Zeit Geister angefangen werden. Fallen werden automatisch bei Rückkehr in die Zentrale in den Geistertank entleert. So. Und wieder einer weg. Dann haben wir die Mission geschafft. Dann geht es jetzt erstmal zurück ins Hauptquartier. Und da wird dann unsere Geisterfalle jetzt entsorgt oder leer gemacht werden. Und dann kann das Spiel jetzt eigentlich auch schon so richtig losgehen. Also wir haben hier, ja, ist klar. So, wir können jetzt hier draufklicken, da wird uns jetzt oben erklärt, dass wir halt diese Geister, dieses Ektoplasma von den Geistern verkaufen können. So, wir verkaufen jetzt einfach mal alles, haben dann ein bisschen Geld bekommen, 30 Pfund.
Und ja, dann gucken wir mal kurz hier rein. Hier kann man halt so Zeitungen, Teammitglieder, Ziele, kann man sich hier angucken, was man so hat. Miete eine größere Zentrale ist das erste Ziel. Und ja, jetzt müssen wir natürlich eingehen, Anruf. Hallo, Sie wurden mir empfohlen. Ich rufe vom Friedhof aus an. Der Blumenhändler hat seine Preise verdreifacht. Wir sind schon so gut wie im Auto. Fahren wir einfach mal hin. Muss kein Auftrag sein, glaube ich. Ich habe also... So weit war ich noch nicht. Anschließend kannst du seine Ausrüstung... Blablabla. Wollen wir jetzt erstmal nicht. Wir fahren los. Und fahren hier zu dem Auftrag hin. So, wir müssen hier oben auch immer auf den Tank achten. Wir müssen unser Fahrzeug gelegentlich auch mal tanken. Und dann geht das los. Können wir hier ein bisschen vorspulen, bis wir bei dem Einsatzort sind. Und dann geht das jetzt hier auch los. Tipp, du kannst die Fenster auch während eines Kampfes verwenden, um auf das Autoinventar zugreifen zu können. Dein Geisterfänger muss dazu auf dem Feld mit dem Fluchtsymbol stehen. So. Ja, wir starten los hier. Ist schon Mitternacht. Und dann sind wir hier auch schon auf dem Friedhof. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier sind. Also erstmal gehen wir mal auf dieses Bewegen-Button. Also wir sind hier unten. So, Licht haben wir hier natürlich keins. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal hier so ein bisschen fortbewegen und mal gucken, wo der Geist überhaupt ist. So, wir gehen mal hier oben weiter. Also wir können auch rein und rauszoomen, ne? So, jetzt haben wir unsere zwei Züge wieder verbraucht. Jetzt drücken wir wieder einmal Enter. Jetzt ist der Geist dran und da ist er auch schon. So, der hat 4 Energie. Trefferwahrscheinlich-Sensor benötigt für weitere Daten. So. Den haben wir jetzt beim ersten Mal verfehlt und beim zweiten Mal getroffen. So, das waren jetzt unsere zwei Züge wieder. So, jetzt werden wir den von hier hinten nochmal beschießen. Hier zeige ich, welche Talente in England verborgen sind. Und dann versuchen wir ihn jetzt zu fangen. Da zu wenig Aktionspunkte hier. Okay, das ist nicht so cool. Dann beschießen wir einfach nochmal, dann hat er nur noch einmal Energie. Und dann beenden wir unseren Zug. Und dann bewegen wir uns jetzt hier auf dieses Feld und werden dann die Geisterfalle. Mit dieser Falle kriegen wir sie. So. Also der grüne Balken über dem aktuellen ausgewählten Geisterfänger zeigt seinen Geisteszustand an. Wenn dieser auf 0 angelegt ist, wird der Geisterfänger verrückt und verlässt sein Team. So, Geisterangriffe können bei einem Fänger Panik verursachen, aber keine Sorge, in der nächsten Mission ist er wieder dabei. Ein Fänger mit einem schwachen Geisteszustand gerät leichter in Panik. Ich klicke, um fortzufahren. So. Ja. Gut. Ja, wir müssen jetzt einfach mal gucken, dass der Geist da von der Geisterfalle gefangen wird, was jetzt der Fall ist, und dann haben wir die Mission auch geschafft. Oder auch noch nicht, weil es können nämlich auch zwei Geister dort unterwegs sein. Jetzt ist das Problem, dass unsere Geisterfalle ja schon voll ist. Nee, einen Geist können wir damit noch fangen. Okay, dann gehen wir mal weiter suchen. Und der Herr Kaschke, der läuft hier. So. Und dann geht das hier nochmal lang. Und da ist der zweite Poltergeist. So. Den schießen wir noch einmal ab. Dann beenden wir unseren Zug. Also das ist das, was mich sehr an dem Spiel begeistert, ist halt dieser taktische Aspekt bei dem Geisterjagen. So, jetzt müssen wir den Geist hier natürlich erstmal suchen, weil wir haben ja noch gar kein Licht. Mal gucken. Ja, für die Falle reicht es noch nicht. Der hat auch nur einmal Energie. Dann beenden wir einfach mal unser Zug. Ich weiß nicht, wie das ist, ob wir den Geist gleich töten würden. So, dann legen wir jetzt hier die Falle. Und ich beam dich dahin zurück, wo du hergekommen bist. Dann haben wir die Mission auch geschafft. Super. So. Hier haben wir die ersten Steam-Errungenschaften jetzt auch freigeschaltet. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es die auch gibt. Ja, Glückwunsch, du hast deinen ersten Einsatz erfolgreich gemeistert. Im Krankenhaus kannst du dein Team kurieren lassen. Anschließend solltest du zurück in die Zentrale fahren. Dort werden deine Fallen automatisch in den Geistertank entleert. So, dann machen wir das mal. Dann fahren wir jetzt erstmal hier unten ins Krankenhaus. So, wie das hier mit den Gegenspielern oder mit den anderen da funktioniert, das weiß ich noch nicht. Wie gesagt, also spoilern tue ich diese Zeitungsausschnitte jetzt nicht. Ja, fahr weiter. So.
20 Pfund kostet uns das Heilen. Dann fahren wir zurück ins Hauptquartier, die Geisterfalle entleeren. Und dann kommt eigentlich auch schon der nächste Einsatz auf uns zu. Den können wir noch machen, den einen. Den sollten wir noch hinkriegen. Ich stehe zwischen den Gräbern. Es ist unheimlich gruselig hier. So, fahren wir los. Ja. Jetzt müssen wir mal hier gucken, wo ist die Mission? Das Telefon hier ist... gibt es keinen. Gibt es nicht. Nee. Dann können wir das Auto mal tanken fahren. Wir hoffen, dass gleich nochmal ein Anruf kommt. So. Ja. 5,89 Pfund der Liter. Das ist ja mal ein Benzinpreis. So. Ja. Ich finde jetzt den Geist hier auf der Karte persönlich nicht. Ich weiß es auch nicht warum. Ja, dann gucken wir uns mal hier so die. Da ist auch wieder was. Hallo Gus, ich höre seltsame Geräusche unter meinem Bett. Liegen Sie im Bett? Ja, vielleicht sollten Sie weniger Bohnen essen. Gehen Sie bitte vom Bett runter und wenn die Geräusche wieder auftreten, dann rufen Sie einfach wieder an. So, klicken wir das mal an hier. Wir gucken uns jetzt einfach mal so an, was es hier auf der Karte noch so gibt. Also das hier hinten, das ist der Fahrzeugmarkt, würde ich fast schätzen. Also wie gesagt, ich habe in das Spiel auch noch nicht groß reingespielt. Und ja, gucken wir uns mal an. Also wie gesagt, das Interessante an dem Spiel ist halt einfach diese, ja... Dieses Mikromanagement, auch mit dieser taktischen Variante, ist mal ein bisschen was anderes als nur Mikromanagement oder nur diese ja, taktische Variante. In diesem Laden kannst du Ausrüstung, Sensoren, Erweiterung für dein Auto kaufen. Okay, also ist das tatsächlich hier so zum Autos erweitern. Hier hinten gibt es dann so wahrscheinlich die Protonenstrahler, so ein Zeug. Da war ich auch schon mal gewesen, bevor ich jetzt hier angefangen habe. So, jetzt aber. Ich hoffe, das ist die richtige Nummer. Unsere Mikrowelle ist ein Sensenmann. Sind irgendwo ektoplasmische Flecken oder egal, wir sehen uns ja dann selbst. Auftrag annehmen. So. Nehmen wir an. Und dann fahren wir dahin. Machen wir den Auftrag noch und dann... Also das Spiel gibt es bei Steam für 14 Euro oder 13,99 €. Ich kann es nur empfehlen. Mir macht es Spaß. Es ist immer wieder so für zwischendurch. Ist das bestimmt eine ganz lustige Nummer. Und ja, also wie gesagt, ich kann es auf wärmsten nur empfehlen, das Spiel zu holen. Das, die 13, 14 sind es auf jeden Fall wert. Ja, ich nehme mal hier die zweite Geisterfalle vorsichtshalber mit. Oh, und dann machen wir immer jetzt diese Mission. Mit der Ruhe. Ja, jetzt wird es interessant. Jetzt sind wir in einem Gebäude. Und da müssen wir jetzt ein bisschen taktisch vorgehen. Also, wir gehen jetzt erstmal hier hinten in diesen Raum. Und beim Reingehen in die Räume ist halt immer wichtig, an der Tür einmal stehen zu bleiben und das Licht anzumachen. Das hat er jetzt hier automatisch gemacht. Ich weiß nicht warum. Aber ich, vielleicht mal, geht das jetzt ja hier. Ne, macht er auch automatisch. Ja, also es gibt halt einige ja, Gebäude, in denen man halt auf dieses Türfeld gehen muss und dann das Licht selber einschalten muss. So, da bewegt sich irgendwas. Da ist ein Poltergeist. So, unser Zug ist jetzt aber erstmal zu Ende. Und ja, der ist jetzt noch da hinten in den Raum geflüchtet, dann werden wir dem hinterherlatschen. Und dann können wir den da noch nicht beschießen. Da auch noch nicht. Keine Aktion übrig. Okay, Zug beendet. So, jetzt können wir ihn aber beschießen. Und los geht's. Na, ja. So. Jetzt habe ich ihn verfehlt. Das war jetzt natürlich nicht so doll. Aber er kommt jetzt auch nicht an mir vorbei, aber er macht mir Angst. So. Damit habt ihr nicht gerechnet. So, jetzt versucht er mir nochmal wieder Angst zu machen. Dann beschießen wir noch einmal. Und dann kommt auch schon die Falle zum Einsatz. Und dann haben wir den Geist. So. Die Mission ist noch nicht beendet, sehen wir gerade. Es geht weiter. Es wird irgendwo noch ein zweiter Geist sein. So. Jetzt gehen wir hier mal rein. Oh, da geht's noch weiter. Okay. Da ist auf jeden Fall schon mal Krawall. Da ist der Geist.
So, dann gehen wir erstmal in den Raum rein. Und dann können wir den auch schon jetzt erstmal beschießen, sehr schön. So. Der versucht uns jetzt natürlich auch zu erschrecken. Nicht aufregen! Zurückschlagen! Lass uns aber nicht mit dieser Falle kriegen wir sie. Wir lassen uns aber nicht erschrecken. Oh, der sabbelt. Okay, Zug beenden. Reicht noch nicht ganz. Jetzt haben wir den Geist. So. So, gut. Können wir jetzt gehen? Mission erledigt. Ins Hauptquartier, dort können wir das Plasma abgeben. Und dann haben wir es. So, jetzt können wir hier das Plasma wieder verkaufen. 120 hat uns das jetzt eingebracht und dann ja, können wir jetzt mal hier so ein bisschen gucken. Also hier in dem Fenster können wir halt neues Personal einstellen, die halt unterschiedliche Stärken haben. Hier oben dann auch zum Beispiel, also ich gehe mal davon aus, dass es für die Forschung gedacht ist. Der kann gut zielen, der ist körperlich ja sehr stark und so kann man sich dann sein Team zusammenstellen und in unser Fahrzeug passen halt momentan nur zwei, ja. Personen, die halt zum Einsatz fahren können. In der Zentrale selber können wir bis zu 6 haben. Und dann haben wir jetzt hier hinten zum Beispiel auch noch den Raum. Da können wir zum Beispiel auch noch Forschung und Training. Das Labor kann eingesetzt werden, um Gegenstände zu verbessern. Ja. Im Labor wird ein Wissenschaftler und etwas Ekoplasma benötigt. Der Trainingsraum kann eingesetzt werden, um die Fähigkeiten deiner Geisterfänger für ein kleines Entgelt zu verbessern. So. Ja, dann hier unten den Tresor, das ist unser Save-Button. Hier können wir das Spiel speichern. Das machen wir auch einfach mal. Das mache ich jetzt einfach mal hier. Benenne ich jetzt einfach mal als reingeschaut. Für den Fall, dass ihr nochmal irgendwie eine Folge davon sehen wollt oder das auch vielleicht in den Let's Play übergehen soll, wenn ihr Lust drauf habt, dass ihr nochmal ein bisschen mehr sehen wollt, dann habe ich diesen Spielstand hier für euch gespeichert. Gut, das war's von dem Spiel. Wie gesagt, ich werde in dieser Beschreibung auch die visim-welt.de mal verlinken, dass ihr euch dort umschauen könnt. Das ist ein Forum, wo es halt um Wirtschaftssimulationen geht. Ich habe es auch erst vor kurzem für mich entdeckt im Zusammenhang mit dem Spiel Train Fever. Das Forum wird auch von denselben Admins geleitet oder vom selben Team geleitet wie das trainfever.net. Und ja, dort einfach mal reinschauen, dort findet ihr immer so aktuelle ja, News und Informationen zu diversen Wirtschaftssimulationen, die kann ich nur wärmstens empfehlen, weil dort auch Indie-Games gerne vorgestellt werden. Gut, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, bis zum nächsten Mal. Ein Like könnt ihr gerne da lassen, ansonsten auch Kommis, wenn ihr mehr sehen wollt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!